Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Das wird nur eine ganz, ganz kurze Folge, denn ich wollte mal auf den Instagram-Post eingehen, den Star Stable vor ein paar Tagen gemacht hat. Ja, der letzte wird auch noch thematisiert werden. Heute möchte ich aber mal eingehen auf den Springsattel, der da auf Instagram gezeigt wurde. Und zwar ist das der, den wir hier auch hinter mir sehen, nur in einer anderen Farbe. Und zwar ist das ja der Sattel, den Linda eigentlich auf Meteor drauf liegen hat. Und Star Stable hat jetzt angekündigt, dass die ganzen Aktualisierungen an der Grafik, an den Pferden in der letzten Zeit jetzt endlich den Weg für neue Items, für neue Ausrüstung, für neues Pferdeequipment geebnet haben. Und dass eben dieser Springsattel mit dem Stollenschutzgurt den Anfang machen wird und uns in ein paar Wochen erwarten wird. Und sie haben da geschrieben, welche Farben wir denn im ersten, ja direkt zu Release erwarten. Das klingt für mich auf jeden Fall so, dass wir ein paar Farben bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eventuell eine Abwandlung von Lindas Sattel bekommen. Sehr, sehr stark gehe ich eben von einem so schönen haselnussbraunen Sattel aus, wie er auch auf Instagram gezeigt wurde. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, denn der Sattel ist zum einen super, super detailliert gemacht. Von den Nähten her, mit den neuen Steigbügeln. Ich finde den richtig schön und vor allen Dingen hat man da auch mal mit diesem Stollenschutzgurt. Das ist einfach mal ein anderer Stil und geht nochmal so ein bisschen mehr einen Schritt in eine realistischere Richtung, sage ich jetzt mal. Finde ich auf jeden Fall gut und ich freue mich super drauf. Und mich würde mal interessieren, was denkt ihr denn? Bekommen wir erstmal wirklich nur den Springsattel? Oder dürfen wir uns auch vielleicht schon in relativ naher Zukunft auf die anderen Ausrüstungsgegenstände freuen, die ja auch neu sind? Da wäre wahrscheinlich, sagen wir mal, am interessantesten und am herausragendsten noch zu erwähnen, das Bosal, was ja Starshine trägt. Diese komische Sattelgurt-Steigbügel-Deckenkombination, die Tinken auf dem Rücken hat, die möchte ich mal außen vor lassen, denn da hoffe ich eigentlich nicht wirklich, dass wir die so ins Spiel reinbekommen, weil das, ja, nicht realistisch ist. Deswegen hoffe ich jetzt, dass wir das so nicht bekommen, dass das hier Alex und Tinken dann quasi vorbehalten bleibt. Aber ich würde mich super interessieren, was ihr denn dazu denkt. Was denkt ihr denn, was würden so als erste Farben kommen von dem Springsattel? Was denkt ihr? Ist es nur der Springsattel, der reinkommt? Oder dürfen wir uns eventuell auch direkt schon auf weitere neue Ausrüstungsgegenstände freuen? Oder glaubt ihr, die kommen Stück für Stück rein? Und wenn ja, auf welches Ausrüstungsteil freut ihr euch denn am meisten? Und was würdet ihr euch denn noch wünschen, so alles? Ich persönlich wäre ja auch super happy, wenn es mal noch irgendwie so einen Deko-Slot gäbe, in Anführungsstrichen, für sowas wie ein Martingal oder ein Vorderzeug. Das ist natürlich schon relativ speziell, sage ich jetzt mal. Ich persönlich würde es aber mega feiern, wenn es sowas geben würde. Ich würde es auch mega feiern, wenn es Sättel mit Schweifriemen geben würde für die kleinen Ponys. Wäre auch super, super, super süß, finde ich. Und das soll es aber schon gewesen sein für heute. Ich würde mir einfach mal wünschen, dass ihr fleißig in die Tasten haut und wir da mal so ein bisschen sehen können, Fabi und ich, was euch denn so interessiert. Das sind wir auch immer super neugierig drauf. Ich für meinen Teil persönlich freue mich mega auf den Springsattel, weil der trifft 100% meinen Geschmack. Und ich freue mich auch super darauf, wenn dann das Bosal mal reinkommt, wie gesagt von Starshine, weil das einfach auch mal eine ganz, ganz andere Form des Zaumzeugs ist, die wir so im Spiel noch gar nicht haben. Und deswegen freue ich mich einfach auf mehr Vielfalt im Shop. Aber jetzt feuerfrei. Ich laber jetzt nicht mehr, labert ihr jetzt in den Kommentaren. Also dann, bis dahin und tschüss!